Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Oktoberversion der My Little Box. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box ist eine Box aus Frankreich. Es ist eine französische Box, so. Und man merkt halt dieses ganze sehr verspielte, sehr verliebte, auch am Design der Box, an dem Innenleben und an den ganzen Produkten, die sich darin befinden. Also wir haben ja auch relativ viele französische Marken immer wieder drin, die uns über die Füße laufen. Wir haben eine Story, die erzählt wird, zwei Trend-Accessoires und drei Beauty-Produkte. Und diesen Monat ist es so, dass es 12 unterschiedliche Beauty-Produkte so im Portfolio gibt und drei davon sind dann in jeder Box auch drin enthalten. Ich bin gespannt, welche bei mir drin sein werden und welche Alternativen es gibt. Ich habe mir hier auch das Briefing einfach mal geöffnet, dass ich euch dann nachher vielleicht ein paar Alternativprodukte nennen könnte. Und das Motto ist Trainride und das ist auch der Code, mit dem du 5 Euro sparen kannst, falls du ein neues Abo abschließen möchtest. Dann kostet das Ganze anstatt 18,90 Euro 13,90 Euro für die erste Box. Und ja, wir haben halt immer ein sehr, sehr, sehr liebevolles Böckschen zu erwarten, was in diesem Monat sogar als Tasche daherkommt. Ich setze euch mal den Link auch zu der Box unten in die Infobox. Ganz viel mal Box sagen, ist immer gut. Und ja, und ich darf auch eine Box verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. So, wir haben zuallererst ein wirklich schönes Täschchen. Und ich finde es witzig, dass das Motto Trainride ist, denn ich bin ja so gar kein Zugreisefan. Ich hasse das. Gar nicht meine Welt. Ich fahre einfach lieber mit dem Auto. Und ich bin jetzt auch, ich weiß nicht, ob ihr das Video vorher oder nachher seht, am Wochenende bei Dalton eingeladen und fahre nach Regensburg und fahre dann auch von München nach Regensburg mit dem Zug. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin ja immer so ein Mensch, ich habe dann immer irgendwie Pech, dass sich das Ganze verspätet oder nicht fährt oder keine Ahnung, dann stehe ich da mit meinem Latein. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich hier dieses Täschchen, was ich sehr, sehr hübsch finde. Und wir haben öfters mal bei der My Little Box keine Box, sondern ein Täschchen, ne? Und das ist einfach mit so einem Reißverschluss und hier auch mit einem Henkel. Und das ist irgendwie von innen so richtig mit Thermogedöns, was ich auch ganz cool finde. Also das kannst du wirklich für, ja, also als Isoliergedönsen nehmen. Ne? Habe hier auch noch so eine Innentasche mit dabei. Ja, kannst du so Lebensmittel reinpacken, Getränke noch kühlen und so. Und da haben wir auch den ersten Blick in die Box. Ich würde sagen, wir starten jetzt heute einfach mal mit der Geschichte, die hier gar nicht drin steht. Nee. Doch, die steht auf den Produkten. Dann gönnen wir uns das. Wir haben hier auf jeden Fall eine Lady abgebildet. Aber auf dieser Karte steht hinten nichts drauf. Ne? Die ist immer leer. Meistens. Und hier haben wir eine Frau, die sehr entspannt zugreist. Das könnte ich nicht sein. Also ich bin da wirklich gar nicht entspannt. Vor allem liegt da einfach neben mir eine Katze. Das ist natürlich auch sehr passend. Wann hat man mal in der Deutschen Bahn eine Katze irgendwo auf dem Sitz liegen sehen? Nein, es ist aber süß gemacht. Ne? Gut, wir starten. Jolie Train oder Train de Vie. Eine Serviette. Vielseitiges Abschminktuch, sehr gut. Mit diesem Abschminktuch bringst du deine Make-up-Reise nach einem langen Tag zu Ende. Benutze das weiche doppelseitige Tuch aus recycelter Baumwolle mit Wasser oder einem Cleanser und entferne rückstandslos die Reste deines Make-ups. Schluss mit Wattepads. Dein maschinenwaschbares Tuch ist unendlich oft wiederverwendbar. Zum Abschminken, Erfrischen, Abwischen der Hände oder der Mundwinkel. Egal wofür du es verwendest, dieses Tuch will mit dir die Welt erobern. Finde ich gut. Ich habe nämlich jetzt letztens erst einige aus meinen Abschminktüchern oder von meinen Abschminktüchern aussortiert, weil die einfach schon zu lange in Anwendung waren und die kommen halt auch immer in Waschmaschine und Trockner bei mir. Und das sieht gut aus. Ne? Da haben wir auf dieser Seite so eine Art Frottee-Seite. Und auf der anderen Seite ist es eine sehr, sehr feine, ja weiß nicht, Leinenseite oder so. Dann kannst du hier mit vorreinigen und hier mit nachreinigen. Okay, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass diese Seite auf beiden Seiten so wäre. Aber gut, egal. Also damit kann ich auf jeden Fall gut arbeiten. Ich verwende sowas gerne zum Abschminken oder zum Masken abmachen. Deswegen war natürlich auch irgendwann echt nicht mehr so gut aussehen, weil ich da alles wirklich mit mache. Finde ich gut. Hat auch eine gute Größe. Ne? Kann man auf jeden Fall machen. Und ich finde es einfach klasse, dass wir von der My Little Box auch immer so solche Produkte da drin haben. Es passt halt. Ne? Also ich hatte da auch schon Ringhalter mit drin und so weiter. Also ganz, ganz sinnvolle Produkte tatsächlich. Manchmal ein bisschen sehr verspielt, ne? Aber ich finde, das macht die My Little Box aus. Ich mag das tatsächlich gerne. Du Love au bout du fil, cordon de téléphone. Hä?
Liebe auf der Leitung. Die Handyschnur auf dem Bahnsteig vibrieren die Nachrichten und deine Mitteilung überschlagt sich. Um das Handy immer griffbereit zu haben, befestige diese Keule ganz nah am Herzen. Nimm deine Handyhülle ab, lege die kleine Karte hinein und lass die Lasche aus der Ladeöffnung herausragen. Ach cool, so funktioniert das. Steck dein Telefon zurück. Okay, hier habe ich auf jeden Fall so eine Handykette drin. Und sowas finde ich eigentlich richtig, richtig geil. Muss ich ehrlich sagen. Oh, das ist ein bisschen... Oh, das hier, ich habe eben mein Aufgebrauch-Video gedreht und jetzt habe ich es direkt gemacht. Das ist natürlich uncool, ne? Ja, das legt man dann einfach hinten rein und dann habe ich eine Handykette, was ich wirklich geil finde, weil ich sorge sonst immer dafür, dass ich bei meinem Handy auch, dass ich das immer griffbereit habe, weil ich da auch immer irgendwelche... Sache, Claudi, ich habe da mein Navigator und so weiter drauf, also dass ich da auch mit... durch die Gegend laufen kann und so. Das sieht einfach so schlimm aus. Okay, ja, geplant ist es dann so, dass man das hier nimmt. So sieht übrigens die Handykette aus. Richtig schön. So grün, ne? Da unten soll ich das rausragen lassen. Kann ich das denn dann noch laden? Also unten durch die Ladebuchse dann so durch, ne? Kann ich ja gleich alles ausprobieren. Call me baby. Ja, und ich hatte jetzt letztens auch super viele Probleme mit Instagram, weil mein Handy zu alt ist, um bei Instagram Reels hochzuladen. Die sahen echt schlimm aus. Das war echt traurig. So, das probieren wir jetzt mal. Wenn ich hier jetzt diese Lasche drum mache. Ja, das geht. Das passt noch. Cool. Habe ich hier so eine... das finde ich richtig cool. Ich kann euch das so nicht zeigen auf der anderen... Also andersrum, weil da Julius zu sehen ist. Aber das finde ich richtig, richtig cool. Und dann kann ich mir das umhängen. Das kommt jetzt auch wie gerufen, ne? Weil wenn ich dann jetzt da durch die Gegend latsche, dann habe ich das immer griffbereit. Tatsächlich. Tschüpp, 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 tschüpp. Finde ich großartig. Nee, finde ich wirklich klasse. Bleibt jetzt auch hier so dran. Ich mag das. Ich finde es auf jeden Fall gut und freue mich da jetzt auch sehr drüber, das zu haben. Macht mega Sinn. Okay, jetzt kommen wir mal zu den Beauty-Produkten hier, ne? Das sind jetzt hier meine drei, die hier drin sind. Einmal habe ich hier von Ulte Kram. Oh, ich hätte mir so gewünscht, das ist die Rosenvariante. Ich habe eine Freundin, die steht so dermaßen. Nee, das ist dieses hier. Das ist ausgelaufen. Das war hier nicht eben auf meinem Tisch. Ja, schade. Huch, okay. Die steht mega auf die Rosenvariante von dem Ulte Kram. Und vor allem auf das Körperpeeling. Und ja, da habe ich hier das Strengthening Hemp Shampoo. Das ist dieses hier, also ein stärkendes Hanf-Shampoo. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ne? Weil meine Haare zu stärken ist ja kein Problem. Möchte ich gerne. Riecht halt sehr kräuterig, ne? Interessant. Cool. Aber so eine Full-Size von einem Shampoo habe ich gerne in einer Beauty-Box drin. Ich finde, das ist durchaus auch eine sinnvolle Sache. Und das ist natürlich krass. Ich habe von L'Occitane hier die Handcreme mit 20% Shea Butter. 50 Milliliter sind da drin. Das ist der Wahnsinn. Also so eine große Handcreme, ne? Ich glaube, im Adventskalender hast du vielleicht mal, wenn du ganz viel Glück hast, 20 Milliliter drin. Und nee, das finde ich gut. Also eine schöne Größe, trockene Hände habe ich immer wieder. Und Handcreme kann man gut gebrauchen, passt natürlich auch zum Reisethema. Und ja, ne? Dass du da halt auch immer schön gepflegte Hände hast. Und wenn man sich einfach häufiger die Hände wäscht, wenn man auf Reisen ist. Und dann braucht man natürlich auch wiederum mehr Handpflege. Und auch eine Lippenpflege kommt immer ganz gut. Der Moisturizing Lipstick von Uriage Eau Thermale, 4 Gramm sind hier drin, ist auch immer sinnvoll. Also Lippenpflege verwende ich auch immer ganz gerne. Ich muss auch sagen, dass wir jetzt schon länger keine Lippenpflege mehr in Beautyboxen drin hatten. Ich habe jetzt eine sehr basic Auswahl, was meine Beauty-Produkte hier in der Box angeht, muss ich sagen. Aber es sind durchaus brauchbare Produkte, ne? Also man braucht Shampoo, man braucht Handcreme, man braucht Lippenpflege. Das macht Sinn. Die Accessoires, die hier mit dabei sind, feiere ich richtig doll. Also vor allem dieses Handy-Haltevieh. Also, ne, das finde ich richtig gut. Und jetzt gucke ich mal, was es für Alternativen gegeben hätte bei den Beauty-Produkten. Rouget, Cavey, ein Öl mit 50 Millilitern. Das wäre natürlich auch ganz cool gewesen. Verwende ich ja super gerne so von Knie bis Hüfte. Ne? Absolution, Creme für den Körper und die Haare. Auch ganz interessant. Mit 30 Millilitern hätte man drin haben können. Den Uriage Lippenstift habe ich. Natura Handcreme hätte man anstelle der L'Occitane Handcreme haben können. Und man hätte auch ein L'Occitane Serum hier drin haben können. Das wäre dann vielleicht mal ein bisschen was Aufregenderes gewesen. Ne?
Wobei ich hier jetzt mit einer Handcreme mit 50 Milliliter natürlich eine deutlich größere Geschichte als mit einem 5 Milliliter Serum habe. Auch wenn die Handcreme günstiger ist. Aber gut. Garnier Bio Gesichtsspray bin ich froh, dass ich es nicht drin habe, weil ich da nicht so ein Fan von bin. Das Eau de Crème Shampoo habe ich. Cici Fiabin, eine Körpermilch, hätte ich auch cool gefunden tatsächlich. Absolution, eine Duschcreme. Ja, kannst du auch gebrauchen. Und René Fotera, ein Shampoo mit 50 Millilitern. Ne, also ich bin mit meiner Auswahl ganz gut zufrieden. Und ja, wir haben jetzt dieses Mal zwar keine dekorative Kosmetik drin, aber dafür finde ich, sind diese Accessoires halt hammergeil. Also, weil es halt total praktische Sachen sind in meiner Sicht so. Ne? Auch diese Tasche finde ich total klasse. Da kannst du auch so kleine 0,5 Liter Fläschchen oder sowas gut reinmachen. Ne? Ich glaube, das kommt ganz gut. Also schon wirklich auch gut zum Reisen. Das ist jetzt eine Box, die ich total feier, aber die halt auch relativ basic ist. Die ist jetzt nicht super ausgefallen, dass du hier irgendwie fancy pansy drin hast, aber ich finde sie halt genau deshalb, glaube ich, gerade sehr schön. Vor allem die Handykette feiere ich sehr. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr diese Box findet, was euer Highlight ist und welche Beauty-Produkte ihr euch in eurer Box gewünscht hättet. Das würde mich mal interessieren. Und wenn ihr die Box selber im Abo habt, was ihr an Beauty-Produkten drin hattet, schreibt mir das gerne mal. So, dann wäre es das hier gewesen. Ne? Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.